wir kommen jetzt der Karibik näher und die Engelstrompeten duften ganz, ganz süß. Wenn einer übrigens schlecht schläft, sollte man sich eine Engelstrompete unter das Kopfkissen legen. Dann hat man ganz süße, teilweise erotische Träume. Oh! Ja! Einmal dran schnuppern. Auf den Palmengarten, auf die Pflanzen, auf uns und auf diesen wunderschönen Sommerabend. Prost, Prost! Gut, wenn Sie dann gut gestärkt sind, dann gehen wir zum Amazonas und der ist gleich da vorne. Streng und kühl ragen die Tempel des Mammons, die Bankentürme, in den Himmel über Frankfurt. Aber zu Füßen der Wolkenkratzer öffnet sich eine wundersame, exotische Welt und lädt ein zu einer Reise um den Globus, ganz ohne Ticket und Gepäck. Der Palmengarten in Frankfurt zählt zu den weltweit größten Pflanzensammlungen. Und überdies ist er das grüne Wohnzimmer für die Menschen aus den Stadtvierteln drumherum und weit darüber hinaus. Im Palmengarten zeigt Frankfurt Herz. Hier ist man Mensch, hier darf man sein. Hilke Steinecke ist Biologin im Palmengarten und obwohl sie ihn in- und auswendig kennt, verliert sie doch nie ihre Begeisterung für die versammelten Schönheiten. Und darum ist sie ständig mit dem Fotoapparat unterwegs. Ich finde dieses tropische Seerosenbecken total klasse. Das ist eines meiner Lieblingsorte und da kann man so viel entdecken. Tiere, Libellen, Frösche und Blumen. Und ganz besonders schön finde ich hier diese Victoria Amazonica. Das ist eine sagenhafte, riesige Seerose mit Blättern. Die sehen aus wie Kuchenteller. Am Amazonas kann man sich drauf setzen. Bei uns wird man wahrscheinlich eher untergehen. So ein exotischer Garten war damals bei seiner Gründung um 1870 sensationell. So etwas Extravagantes konnten sich nur reiche Adlige leisten. Umso erstaunlicher, dass es Frankfurter Bürgern gelang, diese Idee eines Schaugartens für jedermann von Heinrich Siesmeier umsetzen zu lassen. Für ihn war das der Beginn einer steilen Karriere als Gartengestalter. 140 Jahre später schlendern wir gemächlich von den Tropen in die Wüsten, von Kontinent zu Kontinent. Irgendwo entdeckt man immer Hilke Steinecke bei ihren täglichen Streifzügen mit Fotoapparat und Bestimmungsbuch. Sie kennt den Bestand wie keine zweite. Und doch gibt es zwischendrin Namenlose, wie diese Zerzauste hier in der Halbwüste. Hilke Steinecke hat schon eine Ahnung, aber damit geben sich Wissenschaftler nie im Leben zufrieden. Man muss hier immer richtige Detektivarbeit leisten. Wir haben viele Pflanzen, die haben kein Etikett, wie sie es eigentlich haben sollten, weil man weiß nicht, wo sie herkommen. Sie sind ohne Namen in den Palmengarten gekommen. Und es ist manchmal richtig mühsam, den Namen rauszukriegen. Ich muss in Bücher gucken, aber wenn man es dann geschafft hat, dann ist man so glücklich, weil man dann ein Schild gravieren kann und das dann für die Besucher neben die Pflanze stecken kann. Auch wenn vermutlich nur Botaniker aus solchen Schildchen schlau werden. Und was ist das denn nun für eine Pflanze? Das ist eine Puya, also ein Bromeliengewächs. Die ganz genaue Art weiß ich noch nicht, da muss ich noch in andere Bücher gucken. Und ich mache jetzt auch noch ein Foto, weil die blüht ganz selten. Und wenn man später vielleicht noch mal genauer nachbestimmen will, braucht man Details von den Blüten und die haben wir dann dokumentiert. Hilke Steinecke hat uns exotische Wunderlinge versprochen. Wer weiß, was da noch kommt. Noch sind wir in der Halbwüste. 13.000 Pflanzenarten findet man in den Schauhäusern, 13.000 Arten aus den Tropen und den Subtropen.
Ja, der Palmgarten hat absolute Pflanzenschätze, die teilweise älter sind als der Palmgarten. Hier zum Beispiel diese riesigen Schwiegermuttersitzkakteen, die kommen original aus Mexiko. Man weiß nicht genau, wie alt sie sind. Man schätzt aber, dass sie 250 Jahre alt sind. Also das sind richtige Methusalems. Und der Name Schwiegermuttersitz ist natürlich auch ganz lustig. Die haben richtig kräftige Dornen. Und wenn man dann an die böse Schwiegermutter denkt, die setzt man dann vielleicht da drauf und dann ist der Po etwas perforiert. Und während sich Hilke Steinecke auf die Suche begibt nach anderen eigentümlichen Pflanzen, machen wir einen Abstecher ins Palmenhaus. Diese Konstruktion aus Metall und Glas, die vor 140 Jahren als wahres Wunderwerk galt, gehört heute zu den größten, noch erhaltenen historischen Gewächshäusern weltweit. Hier baden Dattel- und Hanfpalmen, Bananenstauden und Baumfarne im sanften Sommerregen aus der Sprinkleranlage. Wen es erwischt, ist bald nass wie ein Pudel. Aber es wäre schade, sich dieses Schauspiel entgehen zu lassen. Also Schirm nicht vergessen für die Stippvisite in tropische Gefilde. Und da kommt der Knochenbrecher. So hieß das Original, das kurz nach Gründung des Palmengartens als erste Straßenbahn zwischen Frankfurt und Offenbach pendelte. Gerade streift sie den Bambuswald und den darf man nicht verpassen. Eigentümlich unter so riesigen Halmen zu spazieren, man fühlt sich ein bisschen ins ferne Asien versetzt. Einige wachsen sogar im Zickzack und das mit einer enormen Geschwindigkeit. Je nach Art zwischen 10 und 30 Zentimeter pro Tag. Bambus zählt eben zu den Gräsern, nicht zu den Bäumen. Und jetzt auf nach Afrika. Die kleine Straßenbahn bringt uns zurück zu den Schauhäusern, genauer gesagt in die Savanne. Inzwischen hat sich nämlich Hilke Steinecke eine neue Kuriosität ausgesucht. Wir stehen hier unter einem Baum mit einem ganz lustigen Namen. Das ist der Leberwurstbaum. Die Früchte sehen aus wie Leberwürste, allerdings sind sie vegetarisch. Die Extrakte aus den Früchten werden zur Straffung des Bindegewebes verwendet in Afrika. Und hier vermarktet man den Leberwurstbaum mittlerweile als Busenstraffer. Aber ich habe noch was auch für die jungen Männer. In Afrika, wenn man ins Mannesalter kommt, geht man nämlich unter diesen Baum und dann sucht man sich eine Frucht aus, die dem besten Teil des Mannes entsprechen. Und so soll dieses Teil dann letztendlich werden. Allerdings werden die Früchte 1 Meter lang. Könnte ein bisschen groß und schwer sein. Manche schafft es auf 7 Kilo. So, wir gehen jetzt mal in ein Haus, in der die wundersamste Pflanze drin ist. Das ist die Welwitschia mirabilis. Die wächst normalerweise in der Nebelwüste in Südafrika. Und die ist so selten, dass wir sie unter Verschluss halten müssen. Aber wir kommen jetzt hier rein mit dem Schlüssel. Dort ist sie. Voller Schönheit. Wie Zapfen sehen die weiblichen Blütenstände der Welwitschia aus. Aber wirklich grandios sind ihre Blätter. Sie hat nur 2 und die welken nie, sondern wachsen ein Leben lang weiter, bis zu 2000 Jahre lang. So alt sind schätzungsweise einige der Exemplare in der Namib-Wüste in Südafrika.
Also everything here is from the Namib desert from South Africa. Look, this was a right leaf. There is a very small young velvet here. Ilke Steinecke ist in ihrem Element. Nur zu gern erklärt sie die Besonderheiten ihrer Schützlinge. Aber ihre große Stunde kommt noch. Später, bei der Nachtwanderung. Wie viele Kinder auf diesem Weiher wohl schon gerudert sind? Und wie viele vor Begeisterung hineingefallen? Vor 140 Jahren durfte man im Winter sogar Schlittschuh laufen. Gebt euch mal einen Kuss. Na dann, Prost. Der Feierabend kann kommen. Ilke Steinecke hat schon mit der Nachtführung begonnen und reicht gerade Häppchen mit selbstgemachtem Cranberry-Mousse. Ihre Informationen kommen nie trocken daher. Immer gibt es irgendetwas zum Schnabulieren. Auf den Liegen strecken sich jetzt nach Büroschluss die Berufstätigen aus und auf einmal drängelt sich der Fluglärm in die Ohren und erinnert uns daran, was wir schon fast vergessen hatten. Wir sind noch immer in Frankfurt. Frankfurt, die Stadt des Jazz, die Stadt der Brüder Mangelsdorf. Seit 1959 gibt es jeden Sommer Jazzkonzerte allererster Güte. Heute spielt ein Quartett aus Holland mit Ramon Valle am Klavier, ein Kubaner aus Amsterdam. Und der Palmengarten swingt. Frankfurt im Relax-Modus. Rasen beleben erlaubt, auch wenn es die Gärtner nicht ganz so gern sehen. Und Ilke Steinecke? Sie ist gerade mit ihrer Schar gebannter Gäste im Mangrovenwald angekommen, wo immer zur Nacht Grillen einen Höllenlärm machen. Dazu noch die lichtscheuen Pfeifrösche. Vielleicht kann man da gleich einen finden. Das ist aber sehr schwierig. Genau. Oh, guckt mal hier. Ja, wir sind jetzt in Brasilien sind wir angekommen. Und da gibt es diese Pfeifenwinde, die hier wie so ein Gespenst aussieht oder wie ein geöffnetes Maul. Das ist eine Aasblume, die täuscht ja vergammeltes Fleisch vor oder Aas vor mit dem Schimmel, der da drauf ist. Und es werden dann Aasfliegen angelockt. Die wollen ihre Eier da reinlegen, damit die Larven von dem Aas sich ernähren. Die rutschen dann in diesen Schlund rein, da hinten ist so eine Art Pfeife, kommen dann mit Narben und mit Staubblättern in Berührung, werden auch ungefähr einen Tag gefangen gehalten. Nach einem Tag welkt diese Blüte und dann können die wieder ausbrechen und bringen dann den Pollen mit dem sie bepudert worden sind. Wie heißt die Pflanze? Das ist die großblütige Pfeifenwinde. Die kommt aus Südamerika oder auch aus Brasilien. Das ist eine Kletterpflanze. Die Knospen sehen so ein bisschen aus wie eine Ente. Also das sind ganz utopische oder futuristische Blütenformen. Biologie kann so spannend sein. Man sollte ganze Schulklassen durch den Palmengarten schicken mit Ilke Steinecke an der Spitze. Hier sind auch verschiedene Fische drin, ich weiß es nicht genau. Wir hatten hier auch mal Piranhas drin. Hatten wir mal hier drin, aber jetzt nicht mehr. Genau. Jetzt gehen wir mal wieder in den lauen Sommerabend raus. Und verabschieden uns vom Palmengarten, denn morgen ist auch noch ein Tag. Und der führt uns in einen Garten, in dem man exotische Früchtchen wohl kaum erwarten würde. Und doch gibt es sie. Hier, in Seligenstadt.
Direkt am Mainufer in Seligenstadt steht eine imposante Klosterkirche, die Einhardsbasilika, benannt nach dem Laienabt Einhard, der hier mit seiner Frau lebte und starb. Im Schutz hoher Mauern erstreckt sich ein Klostergarten, einer der üppigsten weit und breit. In aller Frühe, wenn die Morgensonne Meter um Meter den Rasen erobert und der Tau wie ein Meer aus Diamanten funkelt, dann ist die stillste Zeit, die schönste Zeit. Im Hochsommer tanzen schon Kohlweißlinge vergnügte Runden, denn hier finden sie den seltenen Palmenkohl, den sie so mögen. In akkurat gefassten Beeten, wie es im Barock üblich war, wächst eine Fülle von Sommerblumen Seite an Seite mit Zwergobst und Gemüsepflanzen. Diese Kulisse hat es Doris Blöß angetan. Und irgendwann ist das Bild dann fertig? Schau, der Baum kommt auch noch dran, Greta. Wenn ihr Zuschauer über die Schulter gucken, stört sie das kein bisschen. Jetzt habe ich angefangen mit Seligenstadt Kloster, jetzt bin ich richtig klostersüchtig geworden. Und mein Mann, der beklagt sich dann, wird vernachlässigt. Und wenn er beim nächsten Mal mitkäme? Nun, er würde auf Uwe Krienke treffen, Herr über Obst und Gemüse, ein Gärtner mit Leib und Seele und ein findiger Kopf. Denke ich, dann können wir den Üsop schneiden, ja? Ja. Okay. Ja, Sie werden es kaum glauben, aber es ist wahr, das ist ein Teeerntegerät aus China, ja, was wir ein bisschen umgebaut haben, das auf dem Wagen drauf ist und damit beschneiden wir hier unsere ganzen Hecken. Ja, und da stellen Sie einmal die Höhe ein und dann können Sie langfahren und dann haben Sie wunderbare geschnittene Hecke. Eine Hecke nicht etwa aus Buchs, sondern aus Üsop. Denn der hält die Schnecken vom Palmenkohl fern. Was den Klostergarten auszeichnet, sind nicht allein die Beete. Es ist das Gewächshaus mit dem Schwanenhals zum Einfangen der Wärme. Eine Konstruktion mit statischen Mängeln, weshalb sie selten gebaut wurde. Hier steht sie in voller Pracht. Raffiniert ist die Schuppenverglasung, die mit Reisigmatten schattiert werden kann. Dahinter steckt ein Konzept, das Uwe Krienke noch heute beeindruckt. Das Tolle an diesem Orangerie ist ja in dem Sinn zur damaligen Zeit, man muss sich vorstellen, vor über 250 Jahren wurden schon exotische Früchte hier gezogen, wie die Zitrus. Ja. Man hatte wenig Technik, ja. Man konnte aber, egal ob es jetzt die Schattierung ist, ja, wo man im Winter, wenn Frost kam oder was, wo man das zugepackt hat, teilweise auch dann mit Brettern. Man hatte dann eine Rauchkanalheizung, ja, wo man auch Feuer gemacht hat und da hat man dann gewisse Wärme gehabt. Alles per Hand betrieben, es gab ja noch keine Technik, ja, und hat dann doch schon so eine tolle Qualität, ja, in dem Sinn gezogen. Ja. Wir mit der Technik von heute laufen teilweise der Qualität von damals hinterher. Bizarre Früchte waren manchmal das Resultat. Buddhas Hand zum Beispiel, vielleicht ein Gendefekt, jedenfalls ein Kuriosum, an dem man Gefallen fand und es weiterzüchtete. Das ist eine Zitronat-Zitrone, Citrus Medici. Aus dieser Zitrone wird sozusagen Zitronat hergestellt. Hier haben wir nochmal dieses Orangenaht, also die Pomeranze. Die Pomeranze auf. Sie sehen also hier ist nur ein bisschen Fruchtfleisch. Ja. Und jetzt wird das Weiße rausgekratzt noch. Und wenn Sie das Weiße dann alles rausgekratzt haben, und dann können Sie es in Scheiben schneiden und legen das in Zuckerwasser ein. Wie kostbar solche Südfrüchte waren, als sie vor Hunderten von Jahren zum ersten Mal im kalten Norden überlebten. Auch die Artischocke kann im Schutz von Klostermauern Fröste überstehen.
Wenn das Gemüse nicht geerntet wird, entwickeln sich daraus solche Blüten. Pollensatt für Hummeln und Bienen. Die Artischocke zählt übrigens zu den Heilpflanzen, weil sie Leber und Galle stärkt. ...230 Heilpflanzen wachsen hier unten im Apothekergarten der ehemaligen Abtei Seligenstadt. Viel mehr als ursprünglich angebaut und je in der Apotheke verarbeitet worden. Aber genauso wie früher sind die Pflanzen nicht nach Gattungen geordnet, sondern nach ihrer Wirkung auf bestimmte Krankheiten. Und so findet jeder leicht, was ihn persönlich interessiert. Ein bisschen abseits, dort, wo üppig die Zinnien blühen, steht Uwe Krinkes ganzer Stolz. Das Gewächshaus für Kaffeepflanzen und Ananas. 100 Ananaspflanzen hat er kultiviert. Ich zeige dir dann noch was im Gewächshaus da hinten. Ja. Ananas ist eine Bromelienart, die viel Wärme braucht. Das schafften früher die Gärtner an Königshöfen nur mit großem Aufwand. Sie packten die Pflanzen in Mist und Färberlohe ein. Dank der Zentralheizung im Gewächshaus tragen sie heute problemlos Früchte. Und weil Uwe Krinke ein Mann der Praxis ist, verrät er auch gleich, wie man das selbst macht. So, hier haben wir jetzt eine Ananas geerntet, ja, wo wir ja selbst hier im Gewächshaus gezogen haben. Die brauchte etwa 2 Jahre, bis sie getragen hat. Und 1745 wurden ja schon die ersten Ananas hier gezogen. Ja. Das war ja was ganz Besonderes. Ja. Man muss sich vorstellen, es gab ja noch keine Flugzeuge. Ja. Die waren monatelang auf der Reise. Die konnten wir gar nicht hertransportieren. Da waren sie schon alle dann in dem Sinn kaputt gegangen. Und hier hatte man dann sowas gezogen. Ja. An Königshäuser, in Klöstern. Ja. Und wenn dann hoher Besuch war oder was, dann konnte man diese Ananas den hohen Könige oder Kaiser anbieten. Ja? Und Sie können das aber selbst zu Hause auch machen, ja? Indem Sie, ich zeige Ihnen das mal, Sie sehen, wir haben ja die Ananas jetzt geerntet und jetzt zupfe ich diese einzelnen Blätter ab. So. Das lassen Sie dann 24 Stunden liegen, dass die Wunde hier unten ein bisschen eintrocknet und dann am nächsten Tag können Sie sich Einheitserde holen beim Gärtner. Ein Topf, wird ein Loch gemacht, ganz einfach. Stecken die Ananaspflanze rein. Gießen sie ein bisschen an. Stellen sie ins Bad, wo es ja warm und feucht ist. Und in 2 Jahren bei guter Pflege können sie ihre eigene Ananas ernten. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie die Ananas diesmal schmeckt. Mmh, zuckersüß. Sowas kann man natürlich in dem Sinn, zur damaligen Zeit war das ein Luxus. Vom Luxus, den sich ein verliebtes Paar vor vielen Jahrzehnten gönnte, erzählt unser nächster Ausflug. Es ist die Geschichte zweier Turteltauben, die sich mit viel Zeit und Geld ein privates Refugium schufen, 100 Kilometer weiter nördlich von Seligenstadt. Ihr Garten überdauerte die Stürme der Zeit, nur die Liebe, die endete tragisch und allzu früh. Das Erbe dieses Paares, ihr intimer Rückzugsort, blieb lange hinter hohen Mauern verborgen. Biebertal heißt der Ort bei Gießen, der nicht ahnte, was sich da verbarg. Ja, das ist die Galsche Mauer. Und wir haben uns jahrzehntelang überlegt, was ist denn dahinter? Als kleine Jungs schon war es für uns eine große Frage. Wir haben die Spitze der Villa gesehen, wir haben ein paar Bäume gesehen. Und es war immer ein ganz großes Rätsel hinter dieser Mauer. Es war wie das Dornröschenschloss. Keiner wusste, was
dahinter los ist. Und als dann im Jahr 1999 sich das erste Mal das Tor zu diesem Park eröffnet hat, waren wir natürlich völlig überrascht. Mit Kennerblick hatte der Landschaftsgestalter Norbert Kerl erfasst, das hier ist ein englischer Landschaftspark vom Feinsten. Im Zentrum die Villa am See. Und genau gegenüber das Uhrentürmchen. Hinter der Mähne der Trauerweide versteckt das Eishaus. Hier wurde im Winter Eis für den Sommer eingelagert. In der Abgeschiedenheit auf dem Lande hatte sich das Ehepaar Geil einen Traum erschaffen. 1897 war das neue Heim, das der Fabrikant als Sommersitz für seine Frau Minna gebaut hatte, fertig. Wilhelm hatte Minna auf ihrer Reise durch Europa kennengelernt. Sie war Deutsch-Amerikanerin aus Chicago. Beide teilten die Begeisterung für Parks nach englischem Vorbild, auch für den Frankfurter Palmengarten. Das Haus war zugleich ein Paradestück der Geilschen Produkte. Wilhelm Geil stellte hochwertige Keramik her, auch für die Jugendstilkünstler in Darmstadt. Wie oft sie wohl hier auf der Terrasse saßen und die Blicke schweifen ließen, hinüber zum Uhrentürmchen, über den See und die modellierte Landschaft, die noch so nackt und kahl war. Erst seit Büsche und Bäume ausgewachsen sind, erkennt man die Idee, die hinter dem englischen Landschaftspark steht. Wir haben es ja hier mit einem sehr kleinen englischen Park zu tun. Man könnte schon fast sagen, ein Taschenpark. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass die Parkbilder so inszeniert werden, dass man immer nur eins sieht oder auch mal zwei. Und das wird gemacht wie in einem Theater. Es gibt Vorhänge. Die Vorhänge sind sozusagen aus Pflanzen gebaut. Wir haben jetzt hier vorne den ersten Vorhang aus einem Rhododendron, aus Wacholder. Und dieser Vorhang verdichtet den Weg und nimmt den Blick erstmal von dem dahinterliegenden. Und jetzt, wenn man hindurchgegangen ist, sieht man auf einmal das Uhrentürmchen. Ein Ausstellungsstück, wo die Geilschen Tonwerke ihre Produkte gezeigt haben. So, und der nächste Vorhang ist schon wieder da. Die zwei dunklen Eiben machen hier einen richtig dichten Vorhang. Und wenn wir durch diesen hindurchgetreten sind, dann wird die Villa des Wilhelm Geil auf dem Hügel präsentiert. Typisch für den englischen Landschaftsgarten sind solche geschwungenen Wege. Vorbild war eben die Natur, die kaum gerade Linien kennt. Der Garten als Kopie einer harmonischen Landschaft, das war das Ideal. Wege verschwanden in Mulden, sodass man sie mehr erahnte als erkannte. An dieser Stelle kann man wunderbar sehen, welche unglaublichen Anstrengungen nötig waren, um diese sehr schöne, bewegte Landschaft zu bauen. Das wurde alles per Hand gemacht, Pferdefuhrwerke, Hacken, Schaufeln, alles in Handarbeit. Und da kann man natürlich auch erahnen, was das alles gekostet hat. Wir können nachweisen, dass es ungefähr 500.000 Goldmark waren, die dieses Areal, dieses Haus und der wunderschöne Park verschlungen haben. Und 500.000 Goldmark sind nach heutigem Wert ca. 20 bis 30 Millionen Euro. Das muss man sich vorstellen. Und hier haben wir natürlich jetzt auch einen sehr schönen Blick zur Halbinsel. Und das ist eine Stelle gewesen, an der Minna Geil sehr gerne gesessen hat und wo sie wohl auch ihre letzten Tage verbracht hat. Nur ein Jahr nach dem Einzug in die Villa starb Mimichen an Krebs. Wilhelm Geils belebende und erwärmende Sonne, wie er sie nannte, war erloschen. Nun erschien ihm dieser Park nur noch wie eine grausame Mahnung an mein geschwundenes Glück. Wenn Minna geahnt hätte, was gut 100 Jahre später geschah. Ein Freundeskreis rettete das schillernde Kleinod, das unerwartet zum Verkauf stand, und rief den Denkmalschutz auf den Plan.
Eigentümerin ist jetzt die Gemeinde. Aber der Verein ist der Hauptakteur. Innerhalb von 10 Jahren sammelte er so viel Geld, dass einiges saniert werden konnte. Das Uhrentürmchen zum Beispiel wurde gründlich renoviert. Kannst du dich noch erinnern, Norbert, wie wir das erste Mal hier waren, wie die Scheiben ausgesehen haben? Ja, der Glasermeister hat hier ganze Arbeit geleistet beim Sanieren, gell? Ja, dann lass uns mal gucken. Zugegeben, es ist noch eine Menge zu tun. Der Verputz steht noch an, auch die alte Bemalung muss aufgefrischt werden. Aber wenn es mal fertig ist, dann soll hier ein kleines Museum zu Ehren der Familie Geil eingerichtet werden. Ein Denkmal ihrer Liebe. Tja, alt und neu. Die Keramikfabrik gibt es übrigens immer noch. Daher stammen auch die neuen Dachziegel des Uhrentürmchens. 600 Mitglieder hat der Freundeskreis, denen die Geschichte des Parks offensichtlich zu Herzen ging. Viele Leute, denen ging es wie uns, als wir das erste Mal hier drin waren, die waren erstaunt, was wir hier für ein Kleinod haben und mit welcher Liebe die dann hier auch in diesen Verein eingegangen sind und sich ganz aktiv beteiligt haben. Das hat uns selbst überrascht und wir gehören ja dann auch mit zu den größten Vereinen in Hessen in der Denkmalpflege. Wir haben viele Mitglieder, die aus umliegenden Gemeinden kommen und sogar aus Amerika, aus Brasilien, aus der Schweiz. Spanien, ja. Und das macht uns so ein bisschen internationaler. Das gibt dem Ganzen auch so einen besonderen Flair nochmal. Ne? Wie gut, dass manche gleich um die Ecke wohnen wie Horst Krauskopf. Er ist die gute Seele, die außerhalb der Öffnungszeiten ein Auge auf den Park wirft und darüber wacht, dass das Tor am Abend abgeschlossen ist. Inge Schmidt sorgt stets für frische Blumengestecke. Das ist ohnehin ihre Leidenschaft. Irene Reh kümmert sich mit Hingabe um die Weinreben. Hallo Lilly, guck mal, die Oma hat was. Das Ehepaar Vogel kommt regelmäßig mit Lilly. Die beiden haben schon einen Garten. Warum jetzt noch dieser? Wir wollten uns ein bisschen in der Gemeinde einbringen, ehrenamtlich. Und mit dem Singen haben wir es nicht so. Und Turnen muss auch nicht unbedingt sein. Dann haben wir gedacht, dann nehmen wir die Rosen, weil Rosen können wir schon. Hallo, Herr Vogel. Hallo, Frau Schmidt. Der Park steht unter Denkmalschutz. Und das heißt, alles muss so bleiben, wie es ursprünglich war. Alles inklusive der Bepflanzung. Nur fand sich nirgends eine Liste, ein Pflanzplan. Woher also weiß man, dass hier ausgerechnet die Rose de Recht stand? Also ob die hier gestanden haben, das wissen wir nicht. Aber da wir privat uns auch sehr für Rosen interessieren und einen großen Garten zu Hause haben, haben wir uns eben halt in Steinfurt mal schlau gemacht, was alte historische Rosen sind, was man für so ein Rosenbeet nehmen kann. Und dann haben wir uns für diverse entschieden und haben das dann hier angepflanzt. Nicht weit entfernt steht das Schweizer Haus, mit dem im Grunde alles begann. Schon Wilhelm Geils Vater hatte es als Sommerfrische gebaut. Die Schweiz war damals groß in Mode als Inbegriff einer heilen Welt. Man fuhr mit der Biberlies, einer Bimmelbahn, von der Gießener Stadtwohnung hierher aufs Land, wo die Luft frischer und das Terrain nicht so sumpfig war. Hier ließ man es sich gut gehen, aß und trank und fuhr am Abend mit der Bahn zurück in die Stadt. Es gab sogar einen Weinberg im Geilschen Park. Zum Teil sind die Terrassen schon wieder in den alten Zustand versetzt. Regent heißt die rote Traube, die beinahe schon reif ist. Was für ein Glück, dass Irene Reh Önologin ist. Sie war mal fränkische Weinkönigin und versteht was vom Weinbau. Irene, hi. Hallo. Was machen deine Öchsle? Gut, hi. Ich habe schon mal eine Messung gemacht. Ja. Ich komme mal runter. Ja, gut. Hier kannst du mal einen Blick reinschauen. Wenn ich das richtig lese, sind wir über 60. Hm? Ja. Ja, das hat 75 etwa. Hm. Ja, das ist in Ordnung für die Jahreszeit. Wir haben jetzt noch 14 Tage, 3 Wochen bis zur Ernte. Und ihr wisst ja, letztes Jahr haben wir am 18. etwa
abgeschnitten, hatten 91 Grad Öxler. Mal schauen, wie wir dieses Jahr kommen. Sieht und wir können aus. Dieses Jahr schon keltern? Wir können keltern, ja. Ja, wie viele Flaschen? Ach, vielleicht 25 Liter Federweiße. Ob Wilhelm Geil oben in der Villa je solchen Federweißen probierte? Wer lebt überhaupt heute dort oben? Das fragt sich sicher so mancher Spaziergänger. Hier wohnt, noch gar nicht so lange, eine Hausgemeinschaft. Zwei Paare mit drei kleinen Kindern. Heute ist nur Familie Lust da. Die Mieter und den Freundeskreis verbindet ein freundschaftlicher Kontakt. Der Herr Dörfler hat das geschnitten, genau. War das nicht ganz schön mutig, so ein weitläufiges Anwesen zu mieten, inklusive festangestelltem Gärtner? Was dachten Sie wohl, als Sie es zum ersten Mal sahen? Da habe ich gedacht, oh je, das ist ein bisschen groß. Bisschen groß und ungewöhnlich, aber wunderschön halt. Ne? Genau sowas haben wir eigentlich gesucht, wo man zusammenwohnen kann und sich trotzdem nicht so ein bisschen auf die Nerven geht, wo man genügend Freiraum hat, genügend Platz auch dann hat. Die Besucher fragen sich manchmal, wie da wohnen Leute drin und die lassen sich das bieten, dass wir hier durch deren Wohnzimmer laufen. Und das ist was, ja, ist was ganz Tolles für uns. Wir beide gehen abends immer mal durch den Park, fast jeden Abend, und gucken mal die Bäume und den See an und gucken, ob die Fische da sind, gell? Zu den Fischen gehen wir. Ja, und manchmal schlafen die schon. Naja, werfen wir manchmal einen Stein rein, dürfen wir nicht sagen. Wir finden es unglaublich angenehm und einen sehr, sehr großen Glücksfall, dass das auch menschlich so gut zueinander passt. Und ich kann nur sagen, bleibt möglichst lange. Ja. Und damit auch das gute Einvernehmen möglichst lange bleibt, steht der Geilsche Park in Biebertal nur an Samstagnachmittagen und Sonntagen Besuchern offen. Jeden Sommer öffnet sich ein Park, der sich ansonsten eher als ein Hort der Stille begreift, auch wenn sein Gründer oder sollte man besser sagen sein Schöpfer, Gerhard Burg, gerade lautstark arbeitet. Aber genau darum geht es ihm. Der Park als Experimentierfeld, als Schule der Sinne. Das ist der Skulpturenpark in Bad Nauheim. Ich liebe es, traditionell zu arbeiten. Das heißt, dem Material zuzuhören und in einen Dialog zu treten. Damit ich auch höre, ist das Material gesund. Ich rieche es, ich fühle es, ich höre es. Und der Dialog ist sehr intensiv, weil es ist ein gewisser Widerpart. Ich will ja dem Material nicht wehtun, sondern ich will ja mit ihm arbeiten. Er ist einmalig, dieser Skulpturengarten. Im Laufe von 36 Jahren sammelten sich hier nahezu 80 Objekte von über 30 Künstlern an. Natürlich auch von Burg selbst. Gerhard Burg ist ein Meister der Wahrnehmung. Er muss herausfinden, wie es beschaffen ist, sein Material, wo Spannungen sind, Verhärtungen oder Einschlüsse. Erst dann weiß er, wie er es bearbeiten muss, damit seine Vision Wirklichkeit wird. Stein ist was ganz Wundervolles, aber da muss man auch zuhören, der Stein singt. Er klingt nicht nur, er singt. Und da hat man einen anderen Rhythmus, weil man sich meistens um den Steinblock herum bewegt, wenn es nicht gerade ein Riesenklotz ist. Jeden Sommer treffen Künstler aus dem In- und Ausland ein, um, wie Michael Barnes, im Verein zu arbeiten. Man hört Wind, man hört Vögel, man hört auch Stille manchmal. Und das ist also bei meinem Alltagsgeschäft nicht immer der Fall. Und dann kann ich mich hier zurückziehen, kann hier wieder neue Ideen sammeln, mich inspirieren lassen von der Umgebung. Und die inspiriert nicht nur, die dirigiert gelegentlich sogar und gibt vernehmlich den Ton an. Das erinnert mich an ein wunderbares Symposium, das wir hatten mit sechs Bildhauern. Und jeder begann in seinem Rhythmus im Stein zu arbeiten, bis wir uns dann plötzlich merkwürdigerweise alle auf einen Rhythmus geeinigt haben. Aber der Koordinator, und das war der Witz, das war ein Specht, der über uns saß. Und der hat uns dann zusammengeführt. Musik.
Wer durch den Wald hinter der Wiese stapft, begegnet auf Schritt und Tritt Skulpturen früherer Workshops. Manche sind noch ganz proper, andere leicht mitgenommen von Wind und Wetter. Hier mitten im Wald fand ein Künstler vor langer Zeit seinen Platz. Er inszenierte damals mit morschen Brettern eine Grabstätte wie aus der Antike. Und Mutter Natur deckte sie gründlich zu, unauffindbar, bis heute. Ja, heute ist mein Glückstag. Ich habe eine Figur, die ich vor 13 Jahren hier vergraben habe, als Rekonstruktion eines kultischen Grabes wiedergefunden, die angeblich, ich weiß nicht wer, entwendet oder auch sonst irgendwas, also sie war verschwunden. Seit Jahrzehnten faszinieren Helmut Göbel antike Grablegungen. Er erfindet sie neu, aber bislang nur auf Papier, zu Hause im Atelier. Dies hier war seine erste Arbeit unter freiem Himmel, fast wie eine richtige Ausgrabung. Den eigenen Platz zu finden, das kostet manche Künstler qualvolle Stunden. Alles ist so ungewohnt, kühl und windig. Und Helmut Göbel, wie hat er seinen Ort gefunden? Das war auch eine Fügung. Ich bin ein paar Mal hier kreuz und quer und plötzlich bin ich hier an dem Platz stehen geblieben. Also ich kann aber jetzt wirklich nicht sagen, ich müsste jetzt warum soll ich das also machen? Ich kann es nicht sagen. Es sollte so sein. Glückliche Momente für Gerhard Burg. Genau so stellt er sich einen kreativen Austausch vor. Gegenseitige Inspiration. Unterdessen haben sich unten in der Sprudelanlage von Bad Nauheim junge Musiker formiert. Das ist nur eine von vielen Klangstationen der Jugendmusikschule. Ziel des Umzuges ist jedes Jahr der Skulpturenpark. Und alle paar Meter präsentieren andere junge Künstler ihr Talent. Bevor die Musiker eintreffen, zeigt uns Gerhard Burg noch die skurrilen Objekte einer amerikanischen Künstlerin. Sie nimmt Formen nur aus dem Süßwarenbereich und baut daraus ihre Skulpturen. Also alles, was wir im Prinzip vernaschen, was nicht mehr sichtbar ist, außer auf den Hüften, das können Sie hier erleben. Ebenso die Eistütchen, die Eiswaffeln. Wir hatten als Künstler hier vor Ort den leckeren Part und sie musste arbeiten. Sie war eine Dame, die uns im Alter von 96 verlassen hat, aber mit 95 immer noch aktiv war und für uns eine Ehre war, mit ihr hier vor Ort zu arbeiten. Und schon nähert sich der Zug der Musikanten. Und weit öffnet sich der Skulpturengarten den Zuhörern aus Bad Nauheim und gibt die Bühne frei für den Dialog der Künste. Was liegt da näher, als die klangvollen Skulpturen einzubeziehen? Einen Leuchtturm der Kultur in der Region hat ein Landrat mal den Skulpturengarten genannt. Leuchttürme schweigen, die Objekte nun auch. Nur der Specht gibt ein Solo. Und Gerhard Burg schließt die Pforte, aber nur bis zum nächsten Sommer, wenn der Leuchtturm wieder kraftvolle Strahlen aussendet, über Bad Nauheim und weit darüber hinaus. Thank you.